Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Ist das ein Bug oder so? Ich habe keine Ahnung. Dann ging es irgendwie gerade schlecht. Ist halt so. So, ich habe schon ein bisschen was bearbeitet von der letzten Woche und der Löwe hat nun seine 25 Stims und mit denen kann er rausgehen, wenn er möchte. Wenn wir den ganzen direkt Discord hier aufmachen. Und gucken, wir haben auf jeden Fall eine Questanmeldung. Was haben wir denn hier? Wie sieht es eigentlich aus mit der. Haben wir doch. Ach, Zeitumstellung haben wir gemacht. Ich dachte schon. Das war die letzte Quest, die war wichtig. So, sehr schön. Können wir auch gleich machen. Ich würde erstmal was anderes noch machen. So, ich wäre bereit für die Weiterführung der geheimen Mission. Wenn Pyro mit der geheimen Mission Questreihe fertig ist, würden wir beide die Detektivquest abschließen. Alles klar. Okay. So, also Pyro. Pyromatico. Und zwar war das in geheimer Mission. Zack, zack, zack. Der Pyro. Achso, Kara ist noch im Salon. Ich dachte, was ist denn mit dir passiert? So, Pyro. Du kriegst natürlich dein Junkjet. Und dann gucke ich mal bei Stims und Reds vorbei. 15 Stims. Und 13 Redaway. Ja, dann viel Spaß, ne? Du machst das schon. What the fuck? Oh, der. Direkt aufs Maul bekommen. Hallo! Weg war er. So, du bist auch fertig, Kara. Dann würde ich glatt behaupten, du gehst erstmal in den To-Do-Raum. Wir werden noch herausfinden, was du machen willst. So, Julian. Da haben wir ihn. Ne, das ist Spaten. Ich denke mal, dass alle, die eine Glatze haben, Julian sind. So, du trainierst noch fleißig vor dich hin. Einfach Fabi ist fertig. Die Frage ist, ich will. Ich hasse dieses Spiel dafür. Okay, sehr schön. Das heißt, wir packen dich mal in den Lagerraum, bis wir dich brauchen. Genauso wie die 14. So, 14. So, Deadline. Du hast ja deine 50 schon erreicht, ne? Denk mal drüber nach, was du dir anziehen willst, weil das brauchst du ja offensichtlich nicht. Und vielleicht verkaufst du es einfach für jemand anderen. Und solange ziehe ich dir einfach mal 900 ab. Das ist die Werkstatt gewesen, Spotterle. So. Deadline. Nee. Oh Gott. Bank, Deadline. 900. So. Dann haben wir hier noch fertig. Bist du? Was willst du? Du bist Spartan. Du hast P fertig, ne? Jetzt ist es bei Stärke, ist gerade ein Platz frei geworden. Geh mal dahin. So, dann haben wir hier noch Mrs. X. Trainiert noch fleißig vor sich hin. Pasco Junior. Glück. Auf 7. Ich glaube, das ist das, was du wolltest, ne? 7. Bin mir fast sicher. Muss hier auf jeden Fall gleich mal wieder aufräumen. Ich finde ja hier gar nichts mehr. So. Neues Bruder. Ja, da. Auf 10. Alles klar. Dann ziehe ich dir weitere 800 ab. So. Dann haben wir hier maximiert Spartan 2 mit Glück. Stärke ist wieder frei. Stell dich mal dahin. Zack. Dann haben wir hier doch die 06, die trainiert noch fleißig vor sich hin. Kommen wir zu. Du hast aber auf die 50 geschafft. Immerhin. Immerhin. Zeitumstellung machen wir gleich. Du läufst noch. Ja gut, dass der noch läuft, das
Dürfte eigentlich klar sein. Aber du bist 50, mehr wollte ich nicht. Komm zurück. Genauso wie die 2, du bist 50, komm zurück. Sehr schön. Mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur, dass ihr Level 50 kommt, der Joshua. Der arme Joshua. Geht einmal raus, kriegt aufs Maul und das war's. Oh. Schade. Gut, dann stelle ich mal zu den anderen. So. Übrigens, wenn ihr raus wollt, schreibt das am besten mal bei Stims und Reds einfach hin, dass ihr rausgeht. Meinetwegen auch mit 0. Wenn ihr einfach nur rausgehen wollt, schreibt mit 0, weil ich brauche irgendwo eine Liste. Ich kann es nicht immer aus dem Shelter-Chat rauszwirbeln. Sechs Jahre mache ich den Scheiß schon? Oh mein Gott, ich bin alt. Habe ich gerade hier gelesen. Ah, es ist traurig. So, also dass ich alt bin, nicht, dass ich das schon 6 Jahre mache. Zero, das ist echt traurig, dass du das machst. So, ich wollte noch, bevor wir auf die Quest gehen. Ach, Julie ist ja auf der Quest. Oder nee, das ist Lord Huntington. Das ist Lord Huntington. Julian, da. In der Krankenstation ist unterwegs. Du möchtest trainieren. A auf. Ich würde gerne S, A und L auf 5 bringen. Also alles auf 5. Okay. Fangen wir mit Stärke an. Ach ja. Mal Platz da. So. Auch cool. Kannst ja direkt rüber gehen. 400. So, dann kommen wir zu Löwe. Der Löwe möchte gerne wahrscheinlich seine Level 50 erreichen. In der Krankenstation hängt er momentan rum. Dann geh mal raus mit. Okay. Bitteschön. Okay. Dann können wir jetzt endlich auf Mission gehen. Ich glaube, jetzt haben wir das meiste geschafft. Für den Rest muss man mich erinnern. Okay. Jetzt geht's los, Leute. Jetzt geht's los. Durchkreuze Beichtvater Avarados Pläne. Ah, es ist auch nicht so groß, es ist gut. Stims hast du ordentlich dabei. Ja, 25, 25, klar, logisch. Ist ja auch ein Event. Darfst ja mitnehmen. Es sind die Vault-Bewohner. Sie sind bestimmt unserem Plan auf die Schliche gekommen, trotz unserer legendären Verschwiegenheit. Klar. Macht sie nieder, bevor sie Beichtvater Alvarado finden, der ganz in der Nähe ist. Haltet sie von der Bombe fern. Unsere Verschwiegenheit, ja, unser Beichtvater ist in der Nähe. Kapiert ihr denn nicht, dass euch die Explosion auch umbringen wird? Ja, was eure Verschwiegenheit angeht, ihr seid echt ziemlich mies darin. Das ist gut. Wenn der Beichtvater nur hier wäre, statt dort oben mit den Zünder, würde er euch erzählen, wie sehr er irgendwas. Hier ist es viel zu langsam. Oh, das kann dauern. Kommt sie durch? Was hast du hier nochmal bekommen? Kleidung, seine Kleidung, stimmt. Hier bekommst du ja seine Kleidung. Na komm, mach ihn fertig. Oh, es reicht. Guckt euch das an. Es reicht einfach nicht. Ah, ja, gut. Ein Stimpack weniger. Nice. Stimpack war 50 Kronkorken, ne? Ja. Das heißt 50 Kronkorken weniger für die Quest. Schon mal fürs Erste. Da kommt noch einiges zusammen. Und wenn der Beichtfahrer ein Boss ist, könnte das teuer werden. Aber ich denke mal, Reds werden wir hier keine verschwenden. Hier sind Ghule drin. Ja gut, das sind ja die Kinder des Atoms, ne? Also möglich ist es. Du solltest am besten nicht sterben. 100 Kronkorken weniger. Ich zähle mit. Jeder Kronkorken tut weh.
weiß das aus Erfahrung. Na komm, mach den letzten noch fertig. Wie sehen dich deine Werte aus? Boah, Noch nicht dran gearbeitet, merke ich. Ja, noch ein Stück, noch ein Stück. Oh, okay, den Crit, den sparen wir für den nächsten Raum auf. Können wir nämlich ein paar Stims sparen. Ach du Scheiße, ey. Das ärgert mich am meisten. Aber er hatte eigentlich eine gute Waffe. 18 bis 19. Stell dir vor, er hätte diese Waffe nicht gehabt. Ah, hat noch gereicht, bevor er zugeschlagen hat. So, ein Wecker. Kleidung. Die Richtung stimmt, es gibt nur eine. Lord Huntington, es gibt nur eine. Oh, leer. Gehen wir einfach mal die Etagen lang. Leer. Nichts drin. Ja, hättest du jetzt Glück oder so, naja, wäre hier natürlich ein bisschen mehr drin. Ergebt euch Atom. Alles klar. Wir kritten mal den da. Bam. Schön den Fünffachen rausgehauen. Seht ihr, jetzt haben wir nämlich, nach dem Crit macht man direkt nochmal einen Schuss. Oh, der hat nur 3 gebraucht. Und wie nennt man das in League of Legends nochmal? Weiß es gar nicht mehr. Autoskip oder so? Ihr wisst schon, wenn man... Die Profis wissen Bescheid. Man merke, ich bin kein Profi. Ich habe übrigens Deadline gestern beim League of Legends Spielen zugeguckt, ganz heimlich. Psst. Ja. Also, man muss sagen, er hat es nicht schlecht gemacht. Gut, er hat auch die Support-Rolle gehabt. Kann man nicht viel falsch machen, aber sein Team war wirklich dämlich, was ich. Oh Gott. Was die da gemacht haben. Aber gut, das war wahrscheinlich Silber irgendwie, ein Silberrang. Man hat die Unerfahrenheit des Teams auf jeden Fall gesehen. Auf jeden Fall schön mit anzusehen. Ich habe mich köstlich amüsiert. Und dann merke ich halt selbst erst, wie viel Erfahrung ich gesammelt habe im Spiel, dass ich das als witzig empfinden kann, was die gemacht haben. Dabei spiele ich nur Aaron. Ja, ich bin Weichei. Ich mag es nicht so, im Team zu spielen. Ich bin absolut kein Teamplayer. Wie ich es so gerne sage, ich bin asozial. Also ich bin ein Mensch, der nicht so gerne sozial ist. Ne? Also klar, ich bin freundlich, ich bin nett, ich gebe auch viel, aber ich kann nicht mit anderen Leuten zusammen etwas machen. Sagen wir mal, ich würde in einem Team arbeiten. Das würde einfach nicht funktionieren. Gut, ich würde es durchziehen, aber es würde nicht funktionieren. Ich bin einfach nicht imstande, im Team zu arbeiten. Damals, als ich angefangen habe zu zocken, als ich meine erste Xbox gekauft habe, das waren schöne Zeiten. Ich habe extra dafür gearbeitet, mir eine Xbox 360 zu kaufen, mein erstes Spiel Halo zu spielen. Frohlocket, Ostern rückt näher, ist vorbei. Die sterbende Sonne wird von einer brandneuen ersetzt werden. Ihr werdet mit all den anderen Sündern weggeschwemmt. Euch würde eine gründliche Wäsche auch nicht schaden? Ihr wollt euch wirklich für Atom opfern? Wenn wir jetzt bei der 5. Sonne sind, was soll dann mit den anderen passiert sein? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Lass mich kurz nachdenken. Ah, ich habe sie ausgetrickst. und da habe ich auch schon immer alleine gespielt. Alleine, ich bin alleine einfach effektiver gewesen. Holy shit! Wir brauchen doch die Reds. Und da habe ich gelernt, dass ich nicht sozial sein kann. Nice. Ich meine, ich kann es schon. Ich habe es gelernt. Aber später habe ich auch ein Team gehabt in Halo, aber bin grundsätzlich eigentlich doch schon immer alleine gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, weißt du, wir haben richtig Clankriege gehabt und alle so, alle laufen halt die Gänge so entlang, sichern sich ab, hier und da und so fort. Und ich komme von hinten und knall sie alle von hinten ab, weil ich einfach nicht mit den anderen zusammenlaufen kann. Ich weiß nicht, ob das fehlendes Vertrauen an die Menschheit ist. Keine Ahnung, das ist seltsam. Aber der eine oder andere weiß bestimmt, was ich meine. Dass man Dinge halt lieber alleine macht.
Weswegen ich auch in Fallout 76 zum Beispiel lieber alleine rumlaufe. Ich genieße halt diese Ruhe, die Übersicht. Ne? Wenn ich weiß, okay, der Gegner ist tot, dann habe ich ihn abgeschossen. Wenn ich dann mit Fernir durch die Gegend laufe und Fernir knallt alle Gegner ab, dann bin ich nur verwirrt und denke mir, was soll ich denn machen? Jetzt rede ich schon wieder über andere Spiele als Fallout Shelter. Zero, zero, zero. Aber er hat die Skorpione ziemlich eiskalt fertig gemacht. Gut, er hat einen Crit. Er hat schon wieder einen Crit. Knallen wir jetzt mal raus hier. Zack. So oft wie die Crits hier kommen. Hätte ich nicht gedacht, dass das so einfach wird. Den oberen Weg, den sparen wir uns auf jeden Fall bis zum Schluss auf. Ah, leer. Das hier ist wahrscheinlich ein Zweierraum. Und dann werden da. Okay, doch nicht. Maulwurfsratten. Nö. Maulwurfsratten. Ah. So knapp. So knapp. Fast hätte ich recht gehabt. Ja, komm, übrigens, der Raketenwerfer, der Fatman, ist nun auf dem Shop erhältlich für 27.000 Kronkorken. Ich habe extra mehr Kronkorken genommen, als ich besitze, sonst hätte ich sie mir nämlich instant gekauft. Deswegen dachte ich, hey, komm, mach ein bisschen mehr Kronkorken, dann, ja, kauft sie sich Deadline. Also, das mit kauft sich Deadline habe ich jetzt gerade erst überlegt, das war vielleicht nicht die beste Idee. Aber ich mache es nicht rückgängig. Soll er sich das Ding kaufen? Er hat das Geld. Er hat es auch verdient, muss ich sagen, weil er ist der von euch allen der aktivste, um wenn es darum geht, voranzukommen im Spiel. Ja, es gibt andere, die machen mehr als er, aber dafür nimmt er die effektiven Wege. Ah, Bewohner, so treffen wir uns wieder. Wie gefällt euch mein neuer Look? Der alte Alvarado gehört nun der Vergangenheit an. Das ist mein neues Ich für ein neues Zeitalter. Die gesegnete Zeitumstellung wird uns sicher eine Stunde in die Zukunft geleiten, nach der Explosion. Ihr werdet in Flammen vergehen, doch wir werden in ein neues Zeitalter gebracht. Ich glaube nicht, dass Zeitumstellung so funktioniert. Du Trottel, du wirst in die Zukunft geleitet, du wirst nicht in die Zukunft geleitet, sondern mit uns allen sterben. Wieso wartet ihr nicht bis morgen ab? Vielleicht ist die Sonne ja dann noch da. Klingt logisch, ne? Netter Versuch. Nun muss ich mich konzentrieren und den Detonationscode eingeben. Ich sehe schon, wie du dich konzentrierst. Ja gut. Der Boss hat wahrscheinlich ein bisschen mehr Leben. Vielleicht hätte ich den Crit doch aufsparen sollen. Ich kann nicht mal sein Leben sehen. Ich hasse es. Hier so eine extra Leiste für Gegner wäre es gewesen. Was für ein fettes Schwert hier auch rumhockt. Die Frage ist das Huch? Ich hab nicht aufgepasst. Ist das mehr eine Keule? Oder ist das ein Schwert? Es sieht ja aus wie ein Schwert, ne? Aber es sieht aus, als wäre es einfach nur ein Stück Metall, das nicht wirklich geschärft ist. Gut, hier sieht man eine Andeutung von der Schärfung. Aber es kann ja auch nicht so stabil sein, wenn es hier einfach mit einem. Wenn der Griff an dieses Metallding mit einem Band befestigt ist, kann das nicht so stabil sein. Man weiß es nicht. Was sagt ihr dazu, Leute? Was ist das? Ist das ein Schwert oder eine Keule? Schreibt es in die Kommentare. Hey, jetzt kommt der Crit. Komm. Hier. Der mit dem Riesenschwert, der regt mich auf. Der ist hier der Macker. Sieht aus wie Gronkh. Machen wir Gronkh mal fertig. Zack. Da liegt er. Wolltet ihr Gronkh schon immer mal fertig machen? Da liegt er. Nein, niemand will Gronkh fertig machen. Gronkh ist wie Jesus. Nee, Jesus stirbt. Wer ist denn noch so toll? Ich bin nicht wirklich religiös. Sagen wir mal, Gronkh ist wie so ein Marvel-Held. Weißt du? Sympathisch und kannst nicht töten. So ist es. Ich glaube, das ist gut. Das ist gut. Nochmal gerettet. Zack. Zeitumstellung. Nice. Was haben wir denn da? P2, E2, I1, L2. Da musst du wissen, ob du den anziehen willst. Und sich ist der ja nicht so schlecht. Ödland-Rückkehrgeschwindigkeit. Ja, Mensch. Da bist du aber gleich schon wieder zurück in der Vault.
Bekommt einfach so ein Ding, der ein Hund geschenkt. Der war aber nicht in der Beschreibung enthalten. Aber zumindest kommt er von den Quests jetzt richtig schnell zurück. Wahrscheinlich braucht er gleich nur 5 Minuten oder so und ist dann gleich wieder zu Hause. Ja komm, die letzte Kakerlake kriegst du auch noch hin. Kakao... Bean. Kakaobohne. Wie spricht man das aus? Kakaobean? Ich habe keine Ahnung. Okay. Eine Kamera. Oh, noch mal ein bisschen Stuff. Ja, du hast insgesamt 100... ich meine 10 Stims verbraucht. Das macht dann 500 Kronkorken. Ne? Du kriegst nochmal 150 dazu, weil du 3 Redway wieder mitbringst. Das passt doch. So, wie viel Geld hast du bekommen? Ja, das ist einiges, ne? Zurück zur Vault. Wie lange brauchst du jetzt? Das ist hier die Frage. Wenn der Hund... 56 Minuten. Wenn der Hund nur auch dafür gedacht wäre, Geschwindigkeit aufzubauen, wenn man zur Quest läuft, das wäre richtig geil. Aber nur zurücklaufen ist immer so, ja, gut. Ja. Zurücklaufen geht ja eh immer schneller als vorlaufen. Aber na gut. Die Tiere sind ja auch erfunden worden, als es noch keine Quests gab. So, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Herzlichen Glückwunsch an Lordi für den Hund. Der ist eigentlich sogar recht gut, wenn du gerade auf Quest gegangen bist und es kaum erwarten kannst, es wiederzubekommen und du wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten brauchst, wieder zurückzulaufen. Kann schon cool sein. Oder wenn du 5 Tage unterwegs bist, im Ödland, dann brauchst du auch 2,5 Tage zurück. Ne? Geht ja auch viel flöten. Aber mit dem Hund, Junge, da bist du sofort wieder zu Hause. Na gut. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge am Montag. Ich weiß, wir haben eine Folge ausgelassen, aber das war meine Pause. Ich brauchte diese eine Pause. Die 6 Tage arbeiten ist halt echt... Und gestern einfach nur League of Legends gezockt den ganzen Tag. So, Leute, wir sehen uns am Montag wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.